So. Wenigstens läuft es jetzt wieder. Dr. Galvanis Tagebuch. Ich bin zu einer Abendveranstaltung im Hause Boyle eingeladen worden. Ich werde selbstverständlich nicht hingehen. Der 28. Tag des 7. Monats, des Monats der großen Kälte, der Tag, an dem ich Anton Sokolov an der Akademie begegnet bin. Warum sollte ich das Jubiläum des wichtigsten Tages meines Lebens damit verschmutzen, die Stiefel der Aristokraten zu lecken? Ich habe keine Zeit für Dummköpfe. Ich werde das Rätsel dieser Seuche lösen. Vielleicht zelebriere ich den Tag mit einem Glas thyvianischen Rotweins. Na, solange der nicht vergiftet ist. So, aber ich glaube, ansonsten ist hier nichts. Ich glaube, nur oben waren wieder welche und dort drüben waren Ratten irgendwo. Aber ansonsten war hier nichts. Oh, ein Brot. Hat sich das wenigstens mal gelohnt. Ach man, jetzt brauche ich hier wieder Kombination. So, 111. Nein? Ah. Das hatte ich in der letzten Aufnahme gemacht. Liegt der hier noch? Jawohl, dem habe ich vollen Bolzen in die Fresse gejagt. Und tschüss. Platsch. Wand der Funken, eine neue Errungenschaft. Was auch immer die macht. Vielleicht, weil ich einen durch so einen Wurf irgendwie hier gekillt habe. Kein geheimer Schalter? Nee. Hätte ja sein können. Dort drüben sind die Ratten. So, meins. Ich will da nicht dran vorbei an den scheiß Ratten. Oh, cool. Du kannst keine weiteren Mana-Elixiere nehmen. Oh, Pistolen. Du kannst keine weitere Munition tragen. Bringt das was? Ne. Na gut. Dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Schiebt ab! Ma! 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 Rattenjagd hier. Matsch. So. Na super. Hier hätte ich gar nicht lang gemusst. Wow. Okay. So, wie komme ich denn jetzt weiter nach oben? Toll. Bin ich ein Bob, ey. Alter, habe ich das ernsthaft nicht gesehen hier, ne? Ach. Slackjaws Informant. Pieros Mana Elixier. Weißt du was? Die sind da ja praktisch ganz alleine. Wir werden ihn fertig machen. Ich brauche mehr Männer. Muhahaha. Hinweis. Wenn ich dich bitte, hast du nichts zu lachen. Verdächtiges Buch, alles klar, geile Sache. Jetzt hab ich dich. Och Mann. Jetzt muss ich.
Oh, verdammt. Schlaf eine Runde, Kumpel. Auch unter anderem wurde von den Ratten gefressen. Jawohl, da gammelt er rum in der Ecke hier. Zack. Oh Mann, immer nur dieser Hausschlüssel. Ah, appetitlich. Leiche. Okay, Federn. Cool. Laborschlüssel, noch einer. Was haben wir da? Die Seuche, lesen. Ja, okay, das hatte ich glaube ich noch nicht. Die Seuche, Auszug aus den Notizen eines Naturphilosophen. Seit über einem Jahr studiere ich nun schon diese verfluchte Seuche, habe tausende von Ratten gesammelt und seziert. Aufgrund ihres kurzen Fortpflanzungs- und Reifezyklus war es möglich, mehrere Generationen zu züchten. Die Nagetiere scheinen selbst immun gegen die Seuche zu sein, aber sie übertragen sie auf Mitglieder ihrer eigenen Spezies, möglicherweise durch Milben. Das Blut der Ratten erzählt eine differenziertere Geschichte und erlaubt mir Rückschlüsse auf die Anzahl der Generationen, die eine Rattengruppe mit der Seuche gelebt hat. Dennoch bleibt die quälende Frage, die Ratten, die in den ärmsten Elendsviertel der Stadt zu finden sind, besitzen die ältesten Seuchenstämme. Diejenigen, die in der Nähe des Wassers und des Hafens leben, einem Ort, an dem fremde, seuchenbeladene Ratten in unsere Stadt einfallen würden, tragen jüngere Stämme in sich. Könnte das bedeuten, dass die Ratten auf bislang unerklärte Weise in die Slums gebracht worden sind? Ich werde meine Forschung weiterführen. Auf jeden Fall bin ich der lebende Beweis, dass Sokolovs Elixier und Pierrus Arznei sehr effektiv gegen die Seuche schützen, wenn man nur genug davon zu sich nimmt. Alles klar, sind wahrscheinlich dann doch nicht so ganz zufällig dorthin gekommen. Ne? Geheimzimmer und eine weitere Rune. Kanalisationsstatus im Monat der Netze. Gekürztes Gespräch, Anhang eines formellen Berichts, eingeleitet von Gruppe 17a der Stadtwerke. Ich wurde gebeten, von dem Problem zu erzählen. Also, los geht's. Jedes Jahr arbeiten wir im Monat der Netze wie verrückt. Ich sehe meine Familie so gut wie nie. Schlimm genug, dass die Kanalisation mit Müll, alten Kissen und Netzen verstopft ist. Es riecht da unten auch noch wie Hexenfisch-Eingeweide. Wir müssen unsere Arbeit bis zum Monat des Regens abgeschlossen haben, sonst sind wir in Schwierigkeiten. Und das bedeutet nicht, dass wir von diesen Schnöseln in der Bauabteilung Hilfe bekommen. Ich mache diesen Job jetzt schon seit 28 Jahren, hab noch nie einen von denen hier unten runterkommen sehen. Höchstens mal, wenn sie ausmessen, ob der Untergrund stabil genug für eine ihrer neuen Brücken sein wird. Die letzten 3 Jahre waren die schlimmsten. Und zwar sind die Flusskriecher daran schuld. Haben sich in der Kanalisation verkrochen. Wenn wir einen von uns rufen und schreien hören, als ob er verbrennen würde, können wir nichts anderes tun, als nach oben zu klettern. Er oder wir. Oha. Mana Elixier. Ja, damit. Eins. So. Hier scheint nicht mehr zu sein. Deswegen würde ich sagen, mache ich jetzt mal eben ganz kurz. Kräfte? Zeit verlangsamen? 5 Runen kostet das nur. Ach so. Teleportieren. Schnellere Vorwärtsbewegung über längere Distanzen. Sprung erhöht sich und Fallschaden wird reduziert. Scheiße. Windstoß wäre natürlich auch geil. Oder hier... beschwört einen größeren Rattenschwarm, der andere angreift und nach kurzer Zeit verschwindet. Der Schwarm verzerrt außerdem Leichen deutlich schneller. Beherrschung. 5 Runen brauche ich dafür. Ach du Scheiße. Zeit verlangsamen könnte ich auch machen. Windstoß.
Schattenangriff wollte ich mir auch noch holen. Beweglichkeit. Ach komm, mach ich hier mal Schattenangriff. So habe ich wenigstens keine Leichen. Ne? So, Knochenartefakte. Tränke geben dir etwas mehr Mana zurück. Ne? In seltenen Fällen stellt ein Trank dein Mana vollständig wieder her. Ne? Kannst weiße Ratten länger beherrschen. Ne, ich bleib erstmal dabei. Das gefällt mir eigentlich ganz gut so. Tja. Hui! Geil. Ach, da hätte man auch reingekonnt. Noch ein paar Federn. Leere Flaschen brauche ich nicht. Im Beutel schnappe ich mir hier noch ein paar Münzen. So. Hier drin ist sonst nichts mehr. Sehe ich das so richtig? Was passiert denn, wenn ich da durchlaufe? Mit der Ratte. Wow, geil. Ah, Angriff! Wie die Schiss vor mir hat. Aber geil. Mal schauen, wie lange ich überhaupt beherrschen kann. Alles klar. Das hat sich damit beantwortet. Dann schnappe ich mir hier nochmal kurz das Mana-Elixier. Wo haben wir es? Da drunter war das. Ach, verdammt. Ich wollte so cool im Rutschen das einsammeln. Hätte ja klappen können. So, haben wir hier noch irgendwas? Alter, schon wieder den Klodeckel hier offen gelassen. So geht das nicht. Das Leid des Leviathans. Auszug aus einer Abhandlung über einen der von der Handelskammer von Rutshaw verbotenen Bericht. Nur wenig ist über Pacotti bekannt, dem Verfasser einer Reihe von Pamphleten gegen den ehrbaren Berufsstand der Walfänger. Er mag ein talentierter Autor sein, doch seine Ansichten sind Unsinn und gefährden das Wirtschaftssystem des Kaiserreiches. Nummer 01, Versklavung. Über die Zucht und den sparsamen Umgang mit Walen im Gegensatz zur Jagd der Bestien in der Wildnis nach einem natürlichen und freien Leben. Pacotti bietet keine Lösung dafür an, wo diese gewaltigen, bösartigen Kreaturen geweidet werden sollen. Nummer 02, Auflösung. Klagen über die Zerstörung des sozialen Gefüges zwischen Mitgliedern der Herde. Pacotti benutzt sogar den Begriff Familien. So sieht's aus. 3. Harmonie. Geschwafel über das ästhetische Wunder, was in Wirklichkeit nichts als der große und bedrohliche Ozean ist, der uns fortwährend zu verschlingen droht. Enthält Argumente für eine sanfte Natur der brutalen Tiere. Eine Ansicht, der an Land kommenden Seeleute heftig widersprechen, die mit aufgerissenen Augen von der Grausamkeit der Wale erzählen. 4. Zerrütterung. Pacottis schwächste Argumentationskette in der er fieberhaft Warnung gegen die Vertreibung bzw. die Entführung der Bestien aus ihrer natürlichen Umgebung zu Papier bringt. Ja. Gut, ich würde mal sagen, ich sehe gerade, die Zeit ist wieder um. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!